Ja, liebe Leute, wir sind wieder am Start mit Let's Play Pokémon Schwert. Heute an diesem... Heute ist Samstag. Morgen gibt es keine Folge, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Wir machen uns heute auf nach Zapdos. Das Pokémon soll hier irgendwo rumgeistern. Wo auch immer. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen Dusel haben, das Pokémon aufzuspüren. Nur weiß ich nicht, wo. Lieber. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Dusel und finden es direkt. Es soll hier irgendwo rumgeistern, das bin ich mir ziemlich sicher. Aber wo genau kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Vielleicht haben wir ein bisschen Dusel. Vielleicht haben wir ein bisschen Dusel und es ist ziemlich schnell zu finden. Aber... Ich meine, du kennst, suchen wir dann nichts ganze Weile zu. Na gut, also ist es jetzt natürlich egal. So, hier. Okay. Ja, natürlich tauchen jetzt wieder eine ganze Menge wilde Pokémon auf. Aber... Ja. Ist jetzt gerade nicht unsere Baustelle. Also so wie ich das kurz in dem Video-Teaser gesehen habe, läuft das Zapdos hier irgendwo rum. Und zwar verdammt schnell. Die Frage ist, wo war das? Da, wo ich es gesehen habe. Das, glaube ich, war hier, ne? Da ist es doch. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt... ...ein bisschen Glück haben muss, dass es mich dann irgendwie... ...dass es jetzt hier irgendwann auftauchen muss. Oder beziehungsweise mir den Weg kreuzen muss. Nein! Das ist doch nicht Zapdos. Ach, Kürz. Ein Skoppel. Natürlich. Ein scheiß Skoppel. Was denn sagt, komm, ich spring dir nochmal rein. Du hast fast ein legendäres Pokémon gefunden. Aber du bist mir... Hab's. Oh, da nochmal sehr relativ easy gefangen. Also, ein Schützeichen relativ easy gefunden. Es ist Level 70. Es ist natürlich Elektro. Die Frage ist, was ist das für ein Typ? Also, klar, ich weiß, dass das Original ist, es ist ein Elektro-Pokémon. Aber was ist es in der Gala-Form? Natürlich hat das etwas verfehlt. Bist du ein Elektro, weiter in Elektro-Flug? Flug bist du auf alle Fälle, so sieht das aus. Das ist klar. Hör auf mit dem Mist. Hör auf, das Viech zu verfehlen. Okay. Ich
Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt. Ich werde jetzt auch nicht nachgucken, weil ich eigentlich damit ein bisschen spielen möchte. Ob ich das Zapdos gerne haben? Dann haben wir nämlich das nächste Legi. Und was ist die Frage? Noch eine andere Frage ist natürlich, was passiert, wenn wir es verfehlen? Wenn ich es also nicht... Wenn ich es töte. Warum ist es richtig? Ja, schade, mit zwei Bällen. Und da dachte ich mir... Ah, der tritt. Okay, du bist tatsächlich weiter im Elektroflug. Aber warum zur Hölle kannst du mit dem Elektro-Tritt? Wieso kannst du mit dem... Okay, dann ist... Das ist eine Flugattacke, donnernder Tritt. Weil eigentlich sind wir ja vom Typ Boden. Ne? Wie ist das mit Donnerschlag mal? Scheiße. Die Frage ist, was passiert? Scheiße. Nein. Nein, nein, nein. Das ist halt die große Frage. Die Frage, was passiert, wenn Zapdos sich, wenn ich Zapdos kille? Ich hätte sie mich gern gehabt. Taucht es nochmal irgendwo auf? Oder sind wir tatsächlich weg? Pokémon Schild Zapdos besiegt. So. Zapdos ist übrigens vom Typ Kampfflug. Ich muss jetzt gerade gucken. Okay, es soll wohl möglich sein, die nochmal zu fangen. Ach, Scheiße. Ach, hör mal auf, mit Dieter. Ja, das ist das Ärgerliche gerade. Ich wollte das Zapdos unbedingt haben. Ernsthaft? Och, Dieter, geh mir nicht auf in Nüsse. Natürlich. Natürlich. Hey, nee, du darfst nicht fliehen. Du musst aber erstmal mit Schaufler was machen. Du darfst nicht, kannst nicht fliehen, das vergiss es. Ach.
Tschüss. Scheiße, das ist... Jetzt kann ich ärgert mich gerade. Also es soll wohl möglich sein, dass Zapdos nochmal irgendwann aufzuspüren. Die Frage ist, wo? Nochmal am gleichen Punkt. Tickets. Jetzt bin ich am See. Das muss ja hier irgendwo sein. Warte mal, dann gehe ich da mal hoch. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Ja! Okay, gut zu wissen. Da Zapdos gefangen werden muss, kann man uns tatsächlich hier wieder resetten. Okay, puh, da bin ich jetzt gerade ein bisschen beruhigt. Das muss jetzt da runtergegangen sein, ne? Da ist es. Also es wird immer langsamer, sagen wir es mal so. Man kann es also quasi... Zu Fuß kriegst du es nicht machbar. Geh mir nicht auf den Sack. Poupons. Ja gut, dann weiß ich aber Bescheid. Es ist wie gesagt vom Kampfflug. Nein, ich will doch nicht... Och, wieso muss ich denn jetzt einfach sagen, komm, bleiben. Spiel, lass mich in Ruhe. Dann ist donnernder Tritt tatsächlich auch vom Typ... Kampf. Okay, dann machen wir jetzt nach und nach die legendären Vögel. Versuch es zumindest. Ich glaube mit Level 18, könnte ich jetzt versuchen mit Koronospa. Vielleicht könnte ich das mit Koronospa versuchen, das ärgern. Aber diesmal werde ich es versuchen, ein bisschen zu speichern, dass ich dann immer wieder resetten kann. Dann machen wir das so. Ja, da war dann ein Fehler, dass du mir tatsächlich in die Quere gekommen bist. Gut, dann fangen wir heute mit Zapdos auf jeden Fall, wie gesagt, das ist klar. Anspannung und Reitgespann. Die Frage ist, was kann ich... Ich probiere es mal mit Was ist das für eine Attacke? Astralfragmente. Boah, das Viech, das kriegt ja fast komplett die Power weg. Aber okay, wir haben es, das, was ich haben wollte. Zumindest mal. Okay. Gegenschlag bringt dir nichts, weil Gegenschlag ist super normal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dieses Zapf, was wir nicht haben. Eins. Zwei. Ja. Kampfflug ist es, okay. Mach ruhig weiter mit deinem donnernden Tritt oder sonst irgendwas. Weil solange du mir nicht mit Donner, mit Birschnabel kommst. Moment. Ah, ich dachte, wir haben zwei Versuche gesehen.
Ich dachte, wir im zweiten Versuch kriegen wir es hin. Aber heute machen wir es, wie gesagt, dann wahrscheinlich Zapdos. Ich denke, dass es machbar ist. Also Arktos ist durchaus machbar. Dauert dann am längsten. Und Labrador habe ich geguckt, wo es ist. Also den Punkt, den weiß ich. Da müssen wir nämlich dann nachher auf die Rüstungsinsel. Ich gehe nachher auf die Rüstungsinsel. Ihr könnt ja dann. Warum ihr wollt. So. Krieg's nicht hin. Ich kann das nicht einschlafen, ne? Ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwie Schlafattacke oder so einzusetzen. Ja, ich hatte es fast runter. Ich bin froh, dass ich es jetzt bis auf, keine Ahnung, 2-3 KP unten habe. 1, 2. Komm. Ja, mach mich weiter. Das ist mir scheißegal. Also zwei kriege ich hin. Ich habe eben 3 gehabt. Ich dachte mir, ja, jetzt hast du es. Also, ich komme nochmal raus, mein Freund. Ich tue es nochmal hin. Mach ruhig weiter, Digga. Mach ruhig weiter mit deinen Attacken. Passiert mich jetzt gesagt wenig. Ja, normalerweise müsste das relativ einfach sein, weil es ist A Level 70. Wir sind 10 Level drüber, damit macht es ein bisschen einfacher. Na gut, es ist immer noch ein legendäres, ne? 1, 2. Okay, wenn es beim dritten Mal nicht wackelt, das muss halt durchwackeln. Komm jetzt. Eins. Zwei. Das hat nicht hin, ne? Das ist nicht ohne das Viech. Hör auf mit dem Mist! Okay, du kriegst mir mal eben mein Dings. Aber es ist gut, dass das Viech. Die Frage ist, ob ich mit Statik was machen kann. 1. Ah. Komm jetzt auf Statik. Natürlich. One-Hit-KO gegen Raichu. Ich will dieses Pokémon haben. Ja, dann weiß ich aber, dass ich es zumindest hier besetzen kann jedes Mal. Weil ihr müsst sie fangen. Das ist schon mal das, was ich euch sagen kann. Das, was ich eben schon gelesen habe, ist, dass es halt, wie gesagt, offiziell gefangen werden muss. Sie alle drei. Ey, wieso hast du denn so oft Volltreffer? Das ist jetzt mittlerweile dein dritter oder so. Noch was außerhalb? Nee, ne? Vitalkraut, doch. Und? Ah, geh mal rein, Digga. Nummer 4. Also zwei Volltreffer hat alleine das Kranakrak abgekriegt. Also nervst du mich, weil du vor allen Dingen. Ich weiß nicht, was das Spiel versucht, mir beizubringen. Das ist mehr. Jetzt kann auch noch 4, 5 Volltreffer von dem Viech da hat. Mann, geh doch mal rein jetzt. Donald, der Trittkampf zu, kannst du knicken. Das bringt ja nichts. Ich hab schon über 20 Überbälle weggebraten. Und es geht weiter.
Ach, das hat Energiefokus eingesetzt. Deswegen trifft es so oft. Oder hab ich das verwendet? Hat das Energiefokus gesetzt? Den Test ist auch so oft mit dem Volltreffer. Ah, geh doch rein, ey. Und der nächste. Es hat keine Lust. Es lässt sich nicht fangen gerade. Ich muss. Ja, gefangen werden. Eins. Und wieder nur einer. Ich krieg's grad nicht hin. Und wieder nix. Ist weder eingeschläfert noch sonst irgendeine Scheiße. Jetzt komme ich nicht mit der gleichen Kacke, dass ich jetzt anfange, alle meine Hyperbälle verbraten. Ich habe noch 114. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachkaufen müssen. Boah, Alter! Ich krieg's halt nicht gebacken, ne? Weil dann sind das bei 20 Minuten ungefähr die Folge. Das geht doch von der Zeit her. Aber langsam muss dieses Zap das. Vor allen Dingen, das geht instant. Die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Erster Ball, erster Ball, erster Ball. Der nächste Volltreffer. Geh mir nicht auf für Nüsse mit deinen scheiß Volltreffern, ey. Pass auf, wieder K.O. Natürlich. Ey, jeder scheiß fucking Treffer von dir ist ein Volltreffer. Ist das jetzt bewusst so, dass das, weil es Legi ist oder was? Oder hat er wirklich Energiefokus eingesetzt und hat damit diesen scheiß Volltrefferquote hoch? Geh doch mal rein jetzt endlich! Ey, sonst muss ich dich killen, du Missvieh. Nervt sie mich gerade jetzt. Eins. Zwei. Mann, ich will das Viech doch nur haben, ey. Weil, wie gesagt. Ja! Fuck you, ey! Nächster Volltreffer. 6 Stück hintereinander. Ey, dieses Spiel will mich langsam echt verarschen. Na komm, dann versucht der noch mal einen scheiß Volltreffer reinzusetzen. Ja, ich habe 10 Volltreffer hintereinander. Mittlerweile 40 Hyperbälle verbraten. Und du. Ich sag dazu, dieses Spiel verarscht mich manchmal. Ja, spiel weiter mit dem. Ja, was willst du denn machen? Das Viech, das geht mir auf den Piss mittlerweile langsam. Ich will diese Folge gerne noch fangen. Eins. Natürlich nicht, natürlich nicht. Warum sollte es auch irgendwas tun? Volltreffer, ne? Ja, Volltreffer! Boah, Alter, gehst du mir auf den Sack, gehst du mir auf den Sack, das kann nicht wahr sein. In jedem Scheißkampf, jede Scheißattacke von dir ist ein Volltreffer. Wegen dir verliere ich alle meine Pokémon. Weil du nichts, weil das Viech nur Volltreffer zieht. Eins. Natürlich nicht. Warum sollte es auch mir irgendwie mal was Gutes tun? Und tschüss. Das war's. Mit 10 Volltreffern hintereinander killt mir mein komplettes Team weg. Du hast kein kämpfiges Pokémon mehr, weil das geht. Ja, genau. 9000 verloren. Alter. Fuck you, ey. Ja, lass mich doch den Pokémon doch heilen. Nein, ich will nicht. Ich will doch nicht in deine City. Ja, Mann, wieso ganz schlecht, fass nicht. Ich will dieses Pokémon nicht haben. Es geht mir auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Ey, mit 10 Volltreffern hintereinander hat das Viech mir mein komplettes Team weggebraten. Das haben wir überhaupt in diesem Pokémon jetzt. Polo, da. Oh, ich möchte auch nicht kein. Pass auf, ist mein Glück. Fililu hat doch wieder nächste Fähigkeit. Gib
Ich will doch nur dieses scheiß Zapdos haben. Es ist mittlerweile das zweite Mal. Nein, 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 nein. Natürlich. Puh, Prost. Du. Ich bin auch noch dazwischen. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen rage. Das geht mir gerade. Mich nervt es gerade extrem. Weil dieses Viech, das frisst mir 40 Hyperbälle weg. Und sagt dann, komm, ich mit 10 Volltreffern hau ich dich einfach mal kurz weg, komplett aus dem Leben. Ich hätte eigentlich gerne heute noch ein bisschen was anderes gemacht, aber leider ist ja mal nicht. Oh, Skoppel. So. Der nächste. Ich muss ja auch nochmal dazwischen. Du könntest zwar so kriegen, aber ich muss da mal zwischen. Das ist doch der letzte Versuch. Wenn ich jetzt nochmal scheitere oder sonst irgendwas. So, jetzt. Ich will nur dieses scheiß Zapdos. Ich glaube, ich werde das auch schneiden. Dass ich quasi euch nur den letzten Versuch zeige. Die Frage ist, was war, was ich jetzt gefangen bekomme. Achso, der. Ja, okay. Das erklärt's, warum ich jedes Mal nur Volltreffer hatte. Mit einem scheiß Energie. Mit einem Energiefokus. Ja, okay. Ich hab dazu nichts gesagt. Och nein, bitte. Jetzt geht die in die Kacke wieder von vorne los. Schon. Ich will es fangen, ich will es haben. Wie gesagt, es ist jetzt echt. Kann sein, dass es der letzte Versuch heute ist. Natürlich nicht. Oh, das ist Zapdos. Dann geht das jedes Mal beim ersten Ball mit raus wieder. So, jetzt sind es mittlerweile 50 Hyperbälle, die ich weg habe. Ich habe mit 150 gestartet und ich habe es nicht einmal gekriegt. Zweimal war es beim dritten Versuch. Tschüss, Koronospa. Oh, es war kein Volltreffer? Nein, wir kommen schon danach noch. Wir kriegen noch 10 Stück gleich hintereinander. Mal die Donnerwelle gehabt. 1, 2. Ich möchte nicht. Eins. Oder beim ersten raus. Ich meine, solange es die Donner. Solange es sich Bohrschnabel einsetzt, ist es mir jetzt egal. Na? Alles andere trifft ja halt nicht. 1, 2. Jetzt mal her, bitte. Ich habe ja noch den Meisterball. Ja, das muss jetzt nicht eigentlich sein.
Schokorinosbaum im Meisterball gefangen. Das will irgendwie gerade überhaupt nicht. Wir sind mittlerweile eine halbe Stunde dran. Meine Fresse, geh doch mal rein jetzt. Lässt sich gerade echt nicht fangen. Da kommt der Volltreffer. Es lässt sich nicht fangen. Das hat gerade keinen Bock springen zu lassen. Gott sei Dank. Gefühlt 60 Hyperbälle waren es, die es gebraucht hat, um das nicht einzufangen. Na gut, eine halbe Stunde. Nee, dann kann man auch tatsächlich so die Folge lassen, wie sie ist. Gott sei Dank. Erste Pokémon der 3. Nein, das möchte ich nicht heißen. Mein Team, das heißt, es wird jetzt weitergehen. Es wird für Raichu ins Team rutschen. So, Legende Dienst 3. Wenn die Sonne im Zenit steht, jetzt auf einen Baumriesen mit Blättern wie das Feuer, in den Gäst sich die geflügelten Legenden einfinden. Ich glaube, das finde ich nur dazu zu. Das schwarze Pokémon eilt auf die Rüstungsinsel und das lila Pokémon blieb in den Kronenschnee landen. Das schwarze Pokémon ist tatsächlich vom Typ Feuer-Unlicht, das ist Lavados. Und Arctos ist, glaube ich, Psycho-Eis oder irgendwie so in die Richtung. Na gut. Oh, da kommt noch kurz was zur Meldung rein. Hey, ich find's Pioni, wie kommst du mit der Expedition voran? Bitte. Du bist zum legendären Pokémon Zapdos begegnet. Boah, im Ernst? Ja, super nice, eine starke Leistung. Da machte ich mir daran auch noch, die anderen beiden Pokémon aufzuspüren. Und damit... Oh, hör auf, Pandago, hau ab. Dann heißt das, wir reisen jetzt zur Rüstungsinsel und werden uns dann... wenn ich das kann, überhaupt, weil ich glaube noch nicht da gewesen bin. Okay, dann müssen wir zu... Raspberry? Bin ich richtig? Dann werden wir jetzt auf Raspberry fliegen. Weil da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das DLC mit der Rüstungsinsel zu aktivieren. Ja, bitte. So, dann haben wir das auch. So, dann kaufen wir uns mal noch einige Hyperbälle, weil die brauchen wir schließlich. Ich knall mal über 100 Stück da rein. So. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge uns auch auf die Rüstungsinsel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert.